Hallo Leute, ich bin's euer Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 FC Valencia Karriere. Und ja Leute, heute werden wir die Transferphase beenden, dann haben wir wieder 6 Spiele, wo wir Sevilla in die normale Simulation reingehen werden. Real Madrid selber spielen, Osasuna Schnellsimulation, Deportivo Alaves und SC Eibar auch nochmal Schnellsimulation und Villarreal auch nochmal die normale Simulation. Und einer der 2 Neuzugänge muss noch auf seinen Einsatz warten, denn Dani Olmo sitzt auf der Bank für Özil, er möchte unbedingt spielen, Joao Cancelo spielt auf jeden Fall sonst die Top 11 gegen FC Sevilla, gehen wir in die normale Simulation rein. Und damit gehen wir mit 1:0 in Führung, Joao Cancelo in der 25. Spielminute. Kopfballtor von Maximiliano Gomez in der 62. Spielminute und damit führen wir mit 2:0. Wir sind schon in der 80. Minute, wir werden es dreimal wechseln, Carlos Soler raus für Dani Olmo, der kommt jetzt zu seinem ersten Einsatz, der darf dann dafür ins ZOM, dann Lato nochmal für Gaia und Diakabi für Paulista. Dann machen wir das 3:0 in der 86. Spielminute mit Mesut Özil, würde ich sagen, springen wir zum Ergebnis und wir gewinnen auch mit 3:0. In Real Madrid im 18., ihr könnt es nicht glauben, steht hier aber diesen 18. Also ganz unten drin, gehen wir da voll in 11 rein, komplett neues Mittelfeld mit Cillessen, Tor, Gaia, Bartra, Paulista, Cancelo und Abwehr, Coentredi, Ortiz und Olmo, darf sein Startelf-Debüt geben, Gödes, Gomez und Lozano vorne und Real Madrid mit Courtois am Tor, Robertson, Ramos, Militao, Cavaral, Ødegaard, Kroos, Silva, Asensio, Gomez und Bale, würde ich sagen, starten wir so rein. Maximiliano Gomez mit Olmo, weiter zu Irving, Lozano, 4. Spielminute, wir gehen hier in Madrid mit 0:1 in Führung. Aber es war auch wieder nur wunderschön gespielt und da haben sie natürlich keine Chance, Gödes weiter zu Gomez, weiter zu Dani Olmo, der zu Lozano. Der schiebt den einfach nur Tor rein, haut nicht mit viel Wucht rein, wir sehen es hier, einfach nur reinschieben. Courtois sieht ein bisschen komisch aus, hätte auch irgendwie fliegen können, macht er nicht und damit Irving Lozano mit seinem ersten Tor in der 4. Spielminute. Coentredi weiter zu Gonzalo Guedes, 12. Minute, 0:2 FC Valencia und nach 12 Minuten stellen wir schon hier das Ergebnis auf unserer Seite und jetzt muss Real Madrid hier wirklich ackern, sonst könnte es echt schlimm aussehen und wir machen das 2:0, ganz ganz wichtig, innerhalb von einer Viertelstunde 2:0 zu führen, haben wir schön, sehen wir schön, Ortiz zu Coentredi, der weiter zu Gonzalo Guedes und der macht dann sein erstes Tor in der 12. Spielminute. Dani Olmo spielt den Ball weiter zu Maximiliano Gomez, 21. Minute, 0:3 FC Valencia. Leute, ich spiele auf Legende. Ihr habt es ja vorhin noch gesehen. Das kann nicht wahr sein, dass wir nach 21 Minuten mit 0:3 führen. Okay? Wir haben jetzt innerhalb von 2 Spielen eine Tordifferenz von 6:0 bis jetzt. Wir sehen es ja auch wieder wunderbar gemacht von Dani Olmo. Glaube ich, an allen 3 Treffern beteiligt. Und Maximiliano Gomez macht dann sein 2. Tor und damit führen wir mit 0:3. 72. Spielminute. Gonzalo Guedes geht raus für Baranexter und Diakabi für Paulista, denn wir müssen jetzt keine Rotsperre mehr riskieren. Ortiz muss jetzt einmal Irving Lozano schicken, dann sehen wir, der schneller wie der Rest der Abwehr. Jetzt muss das nur noch schlau machen mit Maxi Gomez, wir haben sonst keinen vorne. Dann spielt er einfach zu Dani Olmo, Dani Olmo, 75. Minute, 0:4, also Real Madrid. Das war ja nicht der Saisonstart, nach 2 Spielen 1:7 Tordifferenz, wir 7:0 Tordifferenz. Das könnte, also das tut schon richtig weh, muss man echt zugeben. Aber dass wir die hier auch 4:0 wegklatschen auf Legende, weißt du, da hast du solche Spiele, wo du deine letzten Sekunden doch verlierst mit 2:1 oder mit irgendeinem Tor. Und dann gibt es auch manche Spiele, wo hier Dani Olmo 4:0 macht, dann erstes Tor. Und damit, denke ich, haben wir jetzt endgültig gegen Real Madrid gewonnen. In der 90. Minute, es gibt eh nur eine Minute Nachspielzeit, aber Vallejo kommt nochmal rein für Dani Olmo. Nicht, dass wir jetzt irgendwie doch nochmal jemanden faulen. Und ihr seht ja da oben, dass es auch eh das Spiel gleich rum ist. Und dann gewinnen wir auch gegen Real Madrid mit 4:0. Hätte ich echt nicht vorher gedacht. Aber der Schiri pfeift ab und wir besiegen Real Madrid. Mir tut eine Sache richtig leid. Wir haben einen Spieler verliehen, den ich nicht verleihen wollte. Also eigentlich schon ursprünglich. Aber nach dem Spiel gegen Real Madrid hat er der hat so unfassbar gut im Mittelfeld gespielt. Und zwar Humberto Ortiz wechselt für ein Jahr zu Rio Ave. Korea, wir haben 3 Rechtsverteidiger mit Vaz, mit Cancelo, mit Korea. Und wir haben spontan für ihn ein Angebot bekommen. Geht er für ein Jahr zu Leicester City und Kangeli geht zu Ude Levante für 2 Jahre. Da sind wir ja auch beim Spiel gegen Osasuna. Die sind auf Platz 19 und ich würde sagen, wir gehen auch wieder mit Coentredi hier rein.
Und sonst ist keine Änderung mehr drin in die Schnellsimulation. Und mal schauen, ob wir hier vielleicht Osasuna besiegen können mit 2:0. Maximiliano Gomez und Irving Lozano treffen. Dann sehen wir, Versuch Zerda, müssen wir nur 22 Millionen bezahlen. Das ist auch genau das, was wir noch im Konto haben. Sein Vertrag läuft aus. Würde ich sagen, holen wir uns ihn. Wir bieten ihm ein Gehalt von 30.000. Einstiegsbonus 280.000. Hat er von sich selber herausgefordert. Wir haben den Bonus entfernt. Das akzeptiert er. Und damit haben wir unseren letzten Spieler, drei Spieler mit uns verpflichtet. Hier in dieser Transferphase. Sein Marktwert ist sogar geblieben. Der hat eine 80. Ich glaube aber, dass er nur auf der Bank landen wird. Oder ja, weil Uros Radic hier noch dabei ist. Und dann packen wir einfach Prado raus. Dann kommt für ihn Suat Zerda rein. Mesut Özil auf jeden Fall noch auf die Bank für Coindredi. Den könnten wir auch noch verleihen, aber es ist jetzt leider zu spät. Und Daniel Vaz packen wir nochmal auf die Bank für Diakabi. Wir sehen neues monatliches Scouting-Update wieder aus Deutschland. Denn Eike Herrmann können wir mitnehmen. Matthias Meyer können wir auch mal mitnehmen. Siegmund ist kein gutes Talent. Nico Scholz auch kein gutes Talent. Theo Baumann nicht und Jakob Weise auch nicht. Und dann sehen wir, Jason wird uns für 9 Millionen in der Wintertransferphase zum SC Braga verlassen. Und Leute, schaut mal, wir sind beim Spiel gegen Deportivo Alaves, aber da ist auch noch ein Spiel dazwischen gekommen, und zwar die Champions League. Wir haben Gladbach, Liverpool und Schachtar Donetsk, also eine richtig kranke Gruppe. Das heißt, wir werden jetzt noch in dieser Folge Deportivo Alaves in die Schnellsimulation reingehen und dann nochmal gegen Gladbach in die normale Simulation, weil wir haben hier schon 3 Spiele gehabt. Da haben wir nur 5, ne? Oh Gott, ich bin ja komplett lost. Hier haben wir 3 und dann haben wir hier nochmal 2. Also werden wir Gladbach normal simulieren, Deportivo Alaves und Eibar in die Schnellsimulation gehen. Deportivo Alaves ist auf Platz 11, wir machen ein paar Wechsel. Lato kommt einmal rein für Gaia, Zerda für Uros Radic, Özil für Dani Olmo. Und da würde ich sagen, gehen wir hier so in die Schnellsimulation rein und mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg holen können. Wir gewinnen mit 2:0 Maximiliano Gomez im Doppelpack und wir haben nach 4 Spielen immer noch kein Gegentor kassiert. Beim ersten Champions League Spiel gegen Gladbach werden wir 2 Wechsel tätigen. Gaia kommt einmal rein für Lato wieder und Daniel Vaz kommt einmal rein für Joao Cancelo. Wir sehen Gladbach mit Sommer am Tor, Taylor, Denaya, O'Connell und Leiner der Abwehr, fast komplett der neue Abwehr. Thuram, Schnindl, Grammer, Neuhaus, Tete im Mittelfeld, Embolo vorne, würde ich sagen, starten wir so in die Simulation rein. Und dann gehen wir in der 26. Spielminute mit 1:0 in Führung, Carlos Soler mit dem Treffer. Und dann steht es 1:1, 37. Spielminute, Embolo mit dem Ausgleichstreffer. Wir sind in der Halbzeit, Özil geht nochmal raus, weil er nicht genug Fitness hat für Dani Olmo. Und dann in der 59. Spielminute Daniel Vaz mit dem 2:1 Führungstreffer. 75. Minute wechseln nochmal Bartra aus für Joao Cancelo. Der kann zwar nicht in der Innenverteidigung spielen, das macht er aber einfach mal. Und Uros Radic kommt nochmal für Suat Zerda. Der Schiri hat es an 90+2, die sind drum und wir gewinnen gegen Gladbach zum Auftakt mit 2:1. Dann sind wir bis zum 5. Spiel gegen Eibar und wir sehen Tordifferenz 11:0. Das könnte auch echt interessant werden. Ich würde aber auch sagen, gegen Eibar gehen wir auch mit dem Team rein. Das ist die Bestbesetzung außer halt Özil und Vaz in die Schnellsimulation. Ich denke, damit sollten wir auch gut bestehen. Und wir gewinnen mit 2:1. Wir kriegen leider ein Gegentor. Immer muss es halt so sein. Inoue mit in der 77. Minute mit dem Treffer. Güdesch und Lozano treffen bei uns. Und da sind wir beim Spiel gegen Villarreal und auch am Ende der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.